So, Anna wollte mit mir noch auf ein Date. Pilzdate. Dachten, wir versuchen nochmal unser Glück. Das ist, glaube ich, sogar ein Steinpilz, kann oder? Doch, das ist ein Steinpilz. Ja? Ja. Also erstmal ist es... Der ist noch sehr jung, ne? Erstmal hat der keine Lamellen. Das ist das Erste. Da sind noch zwei. Ja. Lol. Lass uns mal weiterlaufen. Hier sind noch größere. Papa hat richtig solche auch schon. Ja, okay. Gut, die lassen wir stehen. Bitte, sag das nochmal. Wie gesagt, ich habe mich hier noch nie verlaufen. Okay. Alles klar, habe ich gehört. Ihr auch, ne? Es geht ab. Kennst du noch den Weg? Ja, da ist die Straße. Wo sind wir? Oh nein. Schön hier. Ich war hier noch nie. Ich sagte, ich war hier noch nie. Es ist ein schöner Wald. Hier ist auch ein schöner Weg. Ja, hier waren wir immer. Ja? Na ja. Ah, gut. Hier ist was. Hier sind viele, guck mal. Ja, das sind aber die wir nicht kennen. Da hinten noch mehr. Guck mal. Ja, aber wollen wir die nicht vielleicht kennenlernen? Und noch dran vorbeigelaufen. Guck mal, hier zwischen riesig viele. Alles voll. Das sind Steinpilze. Sieht für mich so aus. Das sieht aus wie Junge von denen hier. Wobei diese hier nicht. Nee. Ja, ja, das sind Junge von denen. Okay. Aber diese beiden, die sehen, oder? Die, ja. Auch, die sehen aber. Die haben Lamellen unten. Ja, okay, dann nicht. Und der hier auch bestimmt. Aber ich möchte so einen mitnehmen zum Anschauen. Aber cool, wie viele, ne? Hier ist alles voll. Ja. Der riecht richtig gut. Ja, der sieht aber aus wie sehr viele Pilze. Weiß ich nicht, ob. Vielleicht hätten wir zwei Tüten mitnehmen sollen. Eine für die Pilze, die wir kennen, und eine für die wir nicht kennen. Reicht, da ist noch eine. Okay. Oh, da ist ein Blümchen drin. Eine Schnecke. Schon Schnecke. Noch ein Friend. Sorry, den Pilz wollen wir. Ja, schon ein paar, oder? Wir müssen ja nicht alle mitnehmen. Ja, immer hier. Lass die beiden anderen da stehen. Ey, die sind so gut getarnt, oder? Ja. Hammer. Fresh. Denk daran, wieder zumachen, ne? Zumachen? Muss man das? Die Löcher, ja, natürlich. Aha. Hast du das nicht gemacht? Nee, wusste das nicht. Dann musst du es wieder zumachen. Hat der Pilzexperte uns nicht gesagt letztes Mal? Doch, hat er. Ja? Ja. Dann habe ich nicht zugehört. Oh. Bin fast draufgetreten. Tja. Hey. Trotz guter Tarnung. Und du die einfach alle ab. Oh, leckerin. Ja, Pilzpfanne, oder? Meinst du, die halten bis morgen oder muss man die heute noch essen? Boah, jetzt muss man gut gucken, ey. So, hier sind auch noch welche. Das sind aber. Ein Doppelpilz. Ja, fühlt sich auf jeden Fall. Also hat keine Lamellen unten. Ja. Ja. Aber den würde ich auch stehen lassen. Ja, der ist noch so klein. Ja? Ihr guckt dir mal den Schädel an. Der ist so total hell. Ja. Sehr heller Stängel. Stimmt. Das ist dann wahrscheinlich. Oh, der sieht sehr gut aus. Der sieht richtig gut. Das ist ein Steinpilz. Boah, der riecht so richtig lecker. Beiß rein. Warum ist eigentlich der Fliegenpilz so der bekannteste Pilz? Ich glaube gar nicht mal, dass das der giftigste ist. Ja, es gibt bestimmt noch giftigere. Ja, aber jeder kennt den Fliegenpilz. Da muss doch noch was anderes dran sein. Jetzt sind wir zurück am Auto. Und dann sehen wir das Auto von Annas Dad hier. Den finden wir jetzt. Der will uns die Pilze klauen hier. Der will nur gleich angeben, dass er die fetten Steinpilze gefunden hat und hier nicht. Ja, ich habe aber ehrlich gesagt jetzt nicht Bock, noch mal so lange zu latschen. Nein, wir sehen ihn. Der wird hier vorne. Ja, der sieht ein bisschen dunkler aus, aber ich glaube, das ist derselbe, ja. Da ist ein Fliegenpilz. Oh, dann in der Nähe von Fliegenpilzen wachsen Steinpilze. Ja? Ja. Hier sind so viele Pilze. So verschiedene
verrückte Pilze sind hier, oder? Und haben wir uns verlaufen? Haben wir nicht. Sag ich doch. Wir wissen nur nicht mehr, wo wir sind. Doch. Also ich schon. So, Papa hat Dennis nochmal gezeigt, wie er die besser findet. Ja, wir haben gute gefunden. Ja. Guck mal, wie cool die aussehen. Ja, die sehen richtig gut aus. Hier unsere Ausbeute. Boah, ey. Das wird lecker. Das ist das erste Mal im Leben, dass wir so gut Pilze gefangen gefunden haben, oder? Ja, das stimmt.